Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Wenn ein Mann und eine Frau Liebe machen wollen, dann wird der Penis steif und die Vagina wird feucht. Wie alt bin ich? 5? Diesen Film wollt ihr auf keinen Fall mit euren Eltern sehen. Willkommen auf der Jungferninsel. Die Jungfern? Ja. Ich bin allein. Siehst du den Surflehrer? Hot, oder? Cremst du mir den Rücken ein? Danke. Hier gibt's echt heiße Typen. Ich brauch sofort einen Termin. Hat eine mega Pussy. Oh, ja. Hallo? Wenn hier jemand schwanger wird, bin ich dran. Ihr macht das schon. Get ready. Für die ehrlichste. Das geht nicht. Falsch rum. Ich zeig dir, wie ich's mag. Heftig. Oh, bist du gekommen? Ja, naja, so ein bisschen. Und nackteste Komödie ever. Sex verändert alles. Also ich schieße höher als alle, die ich kenne. Tritt mir an. Dorf gegen Stadt. Na Jungs? Alles ist yeah. Und wer hat jetzt gewonnen? Es ist alles, alles yeah. Ist kurz für ein langes Gesicht. So einen Orgasmus hattest du noch nie. Nice. Und die Freude und der Hüftschwung. Vielleicht geht's immer nur um das eine. Worum soll's denn sonst gehen? Get lucky. Sex verändert alles. Fördele, grüß Gott. Hier kannst du deinen Style und eine Farbe aussuchen. Schmetterling, Hashtag Fidget Spinner. Oder die Telefonnummer von deinen Eltern. Nachtleben, das ist Begegnung. Das Leben feiern, Musik, Fortpflanzung. Letztlich stürzen uns doch alle nur in die Nacht, um diesen einen Menschen zu finden, neben dem wir ein Leben lang aufwachen möchten. Und wenn man ihn so zuhört, da kriegt man ja direkt selber Lust, sich mal wieder ins Nightlife zu stürzen, ne? Wieder ein bisschen den Bären zu melken, bis ihr die Drüse kitzeln. I catch your eyes. Läufst du immer so rum? Nee. Du? Mir hat so ein Vollidiot sein Cocktailschirmchen ins Auge gerammt. Das ist ein Skinny Niagara. Sugarfree. Probier mal. Ah, oh, fuck! Ich hab meinen Freund ins Auge geküsst. Du bist mein Junge. Au! Oh, fuck, das brennt höllisch. Ich war vorhin noch beim Thailänder, sorry. Oh. Lass uns auf ein Date gehen, Sunny. Ich habe eher suboptimale Erfahrungen gemacht mit Typen wie dir. Was bin ich denn für ein Typ? Ein Typ aus dem Nachtleben. Das bedeutet Stress. Was ist denn das für ein Vorurteil? Ich bin kein Stress. Ich stecke in ernsthaften Schwierigkeiten. Fucking ernsthaft! Wo ist Renzo? Der ist nicht da. Ihr habt eine Nacht. Morgen 12 Uhr ist Deadline. Die Betonung liegt auf Dead. Wir müssen aus Berlin verschwinden. Wir müssen untertauchen. Kann ich nicht. Ich hab heute ein Date. Hey, dieses Date ist mir verdammt wichtig, okay? Ihr werdet einen super romantischen Abend haben. Ich spüre das. Ich hab einen seriösen Plan. Hallo, Sunny. Alles klar? Toll, siehst du was? Was ist denn passiert? Alleine. Liegt es an mir oder was? Sie kann auch ein paar Meter hinter euch laufen. Wirklich, ich habe ein ganz normales Date. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Mein Süßer, wir ziehen echt zusammen. Ich freue mich so. Ja. Monika? Ups, ich dachte, man sieht mich nicht. Hallo, da ist die Kamera, da stehst du. Das ist eine Linie. Alles right. Ich hab Liebeskummer. Du kannst einfach mein System übernehmen. Pass auf, du hast Liebeskummer wegen Mann A.
dann steigst du am besten direkt mit Typ B ins Bett. Hi, ich bin Josef. Leni. Um dann zu vermeiden, dass du wegen B Liebeskummer bekommst, suchst du dir natürlich so schnell wie möglich den nächsten, also Typ C. Meine Tasche hat sich verraten. Ich bin jetzt kein Groupie oder so. Ich bin geil. Leni. Und hast sofort mit dem Sex. Und so weiter und so weiter und so weiter. Aber wann hat denn das ein Ende? Wenn ich das ganze Alphabet durchgeschlafen habe? Ich bin ja schon mit einem Typ total überfordert. So, und was ist bitte das jetzt? Das Klopapier? Ja. Wissen Sie, ich benutze jetzt schon seit über einer Woche die Partyservietten von meinem letzten Geburtstag. Und schon wieder zu viele Details. Entschuldigung, Cyberbeam. Bin ich da richtig? Du denkst aber schon mal, wenn du dir da jemand aus dem Computerkurs abschleppst, dass du Kondome benutzt. Machen wir wohl auch nicht immer. Vielleicht mache ich ja sogar einen Dreier. Ich bin natürlich nicht mit einem anderen Typen. Ich kann eine Freundin anrufen. Nee, aber ich will auch nicht mit einer anderen Frau. Du willst einen Dreier, aber ohne Sex mit einer anderen Frau oder einem anderen Typen? Hm? Aber was macht denn dann die dritte geschlechtsneutrale Person in deinem Traumdreier? Vielleicht irgendwas Schönes vorlesen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich gleich losgehe, falls du mich noch kennenlernen wolltest. Was machst du denn hier? Wir waren verabredet. Schon wieder? Sam, hat dir schon mal jemand den Tipp gegeben, dass das Leben nicht immer so läuft, wie man sich das vorher ausdenkt? Ist das so, sie weißes Orakel? Ich habe wirklich nur einmal ganz kurz auf die Maus geklickt, aber ich glaube, ich habe das Internet gelöscht. Hast du morgen schon was vor? Ihr seid doch genau die unbumsbaren Arschnasen, von denen man früher nicht hat abschreiben dürfen. Morgen, Herr Doktor. Danke. Wo ist denn Ihr Hund? Der ist gestern Abend gestorben. Er hat sich zu Tode gelangweilt. Endlich im Ruhestand. Nein! Da sind rotierende Klingen drin. Wenn man da mit dem Fuß reinkommt, können die kaputt gehen. Endlich Zeit für alte Freunde. Erinnerst du dich noch an Gerhard? Der schwule Internist mit dem Stock im Arsch. Und sie die unbegabte Pantomime, während der Fisch kalt wurde. Das liebe ich am Alter, dass man sich endlich die Wahrheit sagt. Oder die größte aller Herausforderungen, Patenenkel. Wir müssen doch mal irgendwas machen, weil Philippa ist wenigstens immer was los. Mit ihrem Enkeldienst. Schulz. Ja, vielleicht soll ich das auch mal machen. Das wäre der Yannick. Der Yannick hat gleich eine Zeichnung geschickt. Und wer bin ich da? Die da, in der Kanone drin. Der schießt sie raus. Willkommen in der besten Zeit Ihres Lebens. Ich glaube, der Kontakt zu dem Jungen würde dir sehr gut tun. Ich habe mal Altblockflöte gespielt. Kann ich dir mal zeigen? Sag mal, kennst du diesen Mann? Ich bin der Paten. Er will mir seine Flöte zeigen. Er hat ein Riesending. Cool, ein alter Computer mit Drucker drin. Ich will leben und mich nicht immer nur sorgen. Weißt du, wie das ist? Ein Mensch, der dich so nimmt, wie du bist. Verreisen ist extrem teuer. Für das Geld kriegen wir 2 Treppenlifte. Was soll Victor denn mit mir? Das sind doch verschiedene Welten. Willst du nicht mein Opa sein? So macht man das in einer Familie. Meine Eltern sagen, wir essen nur Bio. Dann überleg dir mal, wer der Gemeine ist. Der, der ein glückliches Schwein tötet oder der, der ein unglückliches Schwein tötet? Enkel für Anfänger. Im Kino. Also ich habe mich entschlossen, dass wir einen Flüchtling aufnehmen. Was? Willkommen bei den Hartmanns. Hallo. Einer fast normalen Familie. Wir haben doch überhaupt keine Ahnung, wer diese Menschen sind. In einem fast normalen Land. Was machst du hier? Ich helfe aus. Ich bin Arzt. Und du? Ich nicht. Wie läuft das Ganze denn dann ab? Können wir uns aber einen aussuchen, oder? Das ist hier nicht das Tierheim, Herr Hartmann. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr Flüchtlinge aufnimmt. Einen Flüchtling? Das ist doch vielleicht erst der Anfang. Die war auf Pilzen. Sie engagiert sich so sehr für die Flüchtlinge. Die Armen. Willkommen bei den Hartmanns. Und wer ist dieser Afrikaner? Das ist unser Flüchtling. Party! Warum sind Sie denn gerade nach Deutschland gekommen? Ich liebe Manuel Neuer. Sie sind wegen Manuel Neuer nach Deutschland gekommen? Nur Spaß. Nicht nur Manuel Neuer. Ich liebe das ganze Land. Ich dankbar. Die ganze Welt, Sascha. Außer Kontrolle. Ganz genau. Deswegen gucke ich keine Nachrichten mehr. Wir müssen das Leben genießen. Chillaxen, Mann. Bei uns in Deutschland ist doch jeder verwirrt irgendwie. Lass mich los! Mach euch fertig! Sie leiden an einem akuten Burnout-Syndrom. Wow, die sind alle so heiß auf dich. Lass mich einfach in Ruhe! Ein bisschen verrückt.
Willkommen in Deutschland, Diallo. Ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass Deutschland vom Islamischen Staat besetzt war. Ich hatte diesen Albtraum auch. War mein Leben. Wir Deutschen sind immer noch so scheißverkrampft über unsere eigene Identität. Dabei sind wir ein freies, tolerantes Land. Ein geiles Land. Aber dazu müssen wir stehen und diese Werte verteidigen. Richard, ich bin auch gegen die Burka. Danke für die Tee. Den Tee. Sie haben die Polizei gerufen? Ich habe da noch ein paar Fragen. Wir müssen uns natürlich ein bisschen absichern. Sie wissen ja, es gibt auch immer ein paar Schafe unter den Schwarzen. Schwarze unter den Schafen. Also schwarze Schafe unter den... Ja. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.